Ich frage mich gerade, was für eine Alterseinstufung das Spiel hat, weil für Kinder ist das definitiv zu schwierig. Und eigentlich auch zu dunkel. Ja, ich weiß, dass es nicht hergeben will. Ich wollte hier es ja auch nicht schneiden, sondern es frei verdauen. Ach, sehr schön. Erhalten Drachenkugel. Gut gemacht, Ami. Endlich haben wir die Drachenkugel. Jetzt können wir die Sperre um die Ohne-Insel durchbrechen. Wenn Himiko die Position der Insel mit ihrem Kristall bestimmt hat, dann wird die Zuflucht des Feindes offen liegen. Junge Leute, es ist aber schwer, die Kugel da rauszuholen. Ich frage mich, ob der Drache okay ist. Los, weiter, Ami. Ich meine, wir haben die Kugel. Es macht keinen Sinn, weiter hier rumzuhängen. Verdammt nochmal. Sind das die Geister der armen Leute, die der Drache aufgefressen hat? Nein, warte, das sind keine Geister. Diese verrückten Farben können nur eins bedeuten. Fuchsfeuer. Ach herrje. Angepisste Füchse? Was hier steht wieder auf? Oh, der klaut Tinte. Na ernsthaft.
Also mir die Titte abzuziehen ist Link. Ja, Zeit und Schaden. Gut. Erhalten Fuchsstäbe. Ach, die gibt's auch noch. Was zur Hölle war denn das? War irgendwie abgefahren. Sieht aus wie ein Stapel Bambusrohre oder sowas. Ich weiß, ich wette, das sind die Fuchsstäbe, hinter denen die vollbusige Braut hinterher war. Du weißt schon, die ultimative Waffe gegen die Mächte der Finsternis. Oh, ich glaube, er hat Verdauungsprobleme. Arg, ich wusste es. Du hättest versuchen sollen, die Kugel sanfter herauszuholen. Ich bin zu jung, um verdaut zu werden. Lass uns von hier verschwinden. Ja, ist klar, dass ich da lang muss. Da wollte ich nicht runter. Aber wenn mich das Spiel normalerweise nicht wieder verarscht, müsste ich das relativ leicht hier rausschaffen. Ja, da ist ja auch schon der Ausgang. Der Wasserdrache ist tot. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir haben die Drachenkugel, aber keinen Wasserdrachen zum Kontrollieren. Ganz egal, wie sehr sich Himiko anstrengt, die Oni-Insel zu finden. Ohne den Drachen haben wir keine Chance, die Sperre zu überwinden. Hey, da kommt etwas. Boing. Amaterasu, Ursprung alles gut und unser aller Mutter. Ich befürchte, es bleibt mir nicht mehr viel Zeit, um zu sprechen. Aber ich muss dir danken. Für was? Wer bist du überhaupt? Ich bin König Wada. Der 27. König der Drakonier. König der Drakonier war da. Mhm. König der Drakonier? Also dann warst du der Wasserdrache? Ich war es, der Wasserdrache, Gott der See und Herrscher der Tiefe. O große Göttin Amaterasu, wie du bestimmt weißt, gibt es schlimme Vorzeichen, die die Ankunft eines großen Unheils über Nippon ankündigen. Sogar die Drakonier leiden unter den Kräften der Finsternis. Sie haben versucht, mich daran zu hindern, meine Kraft einzusetzen. Die Kraft, die Sperre zu zerstören, die die Oni-Insel umgibt. Ich führte einen Kampf mit dem dunklen Lord und verschlang das dunkle Instrument, welches er führte.
Aber das Instrument ließ sich in meinem Bauch nieder und trieb mich in den Wahnsinn. Instrument des dunklen Lords? Meint ihr das Ding hier? Ja, die Fuchsstäbe. Ohne die Fuchsstäbe ist die Macht des dunklen Lords begrenzt. Jetzt werden diese Monster alles unternehmen, um sie wiederzufinden. Ich verstehe, sie sind eine Art Schlüssel zu seiner Macht oder sowas. Es kann ich in Frieden ruhen, da ich weiß, dass sie in deinen Händen sind, Amaterasu. Ich bitte dich auch, meiner Frau Otohime die Drachenkugel zu geben. Es ist das Herz des Drachen, es wird meinem Volk Frieden bringen. Leider ist mein Ende nah. Ich habe viele Unschuldige ermordet, während mich der Wahnsinn im Griff hatte. Ich bete, dass ihre Seelen Frieden finden mögen in diesen nassen Tiefen des blauen Wassers der Hiroshima-Küste, das die Menschen so innig lieben. Leb wohl, Amaterasu, ich werde für dich beten. Und das hilft uns wie? Wo kommt die denn her? Amaterasu, du hast es geschafft. Vollbusige Braut? Ich sah vom Strand aus, wie du den durchgedrehten Wasserdrachen vermöbelt hast. Deswegen bin ich schnell hergekommen, nur für den Fall. Ach, ihr müsst euch doch keine Sorgen um uns machen. Irgendwas ist da faul. Ich meine, nichts kann die gute alte Ami hier aufhalten. Weder Feuer noch Wasser noch... Sag mal, Amaterasu, was ist mit dem Wasserdrachen passiert? Hat er das Geheimnis verraten, wie man auf die Uninsel kommt? Hey, es ist unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Ich war noch dran, Braut. Auf jeden Fall war der Wasserdrache der eigentliche König der Drakonier. Er hatte sich in einen Drachen verwandelt, um den Drachenpalast zu verteidigen. Er hat dem Bösen sogar die Fuchsstäbe geklaut. Ihr habt die Fuchsstäbe gefunden? Wenn ich so darüber nachdenke, habt ihr nicht auch nach denen gesucht? Sind sie nicht die ultimative Waffe gegen das Böse? Hey, warte mal eine Sekunde. Was war das nochmal, was ihr über die Fuchsstäbe gesagt habt? Ihr wisst schon, über das versunkene Schiff und so. Warum mussten wir das dumme Schiff suchen, wenn sie doch eigentlich hier waren? Bist du noch immer wütend, weil ich euch in Gefahr gebracht habe? Es tut mir leid, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Gib mir die Fuchsstäbe schnell. Nun haltet mal eure Melonen im Zaum, Braut. Ich meine, wenn die Monster so fanatisch hinter ihnen her sind, dann hat derjenige, der sie hat, eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Ami gibt's ja einfach, Amaterasu. Ich hoffe, du weißt, was du tust, du großes Fellknäuel. Sie strahlen ein unheimliches Licht aus, aber auch irgendwie verlockend. Damit werden meine heiligen Kräfte ihren Höhepunkt erreichen. Damit kann ich auch den allerletzten Dämon zerstören. Königin Miku mit dieser großen Macht zu beschützen, das ist meine Pflicht. Keine Sorge, Amaterasu. Ich muss jetzt zurück in die Stadt. Ich werde mit meinem Leben für meine Pflichten einstehen. Die verarscht uns doch und wir merken es nicht mal. Mit eurem Leben lasst euch nicht umbringen, Braut.
Ach, sie ist fort. Hey, Ami. Hör auf rumzuzappeln. Wir müssen die alte Drachenkugel, die wir vom Wasser dran bekommen haben, schnell zu Otto bringen. Wir können uns vielleicht nicht mehr auf die Kraft des Wasserdrachen verlassen, aber die Drakonier betrachten die Drachenkugel immer noch als ihren Schatz. Wir sollten sie ihnen besser zurückgeben. Tja, hier ist nichts mehr übrig. Erhalten Glasperlen. Erhalten verstreute Perlen. Da oben gibt es aber sonst nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell die Kugel ab, gucken, was sie zu sagen hat. Die 2-3 Minuten, hoffentlich sind es nur 2-3 Minuten und nicht eine lange Cutscene. Ich bin zurück, Otohime. Oh, welche Erleichterung zu sehen, dass es euch beiden gut geht. Und was ist mit der Drachenkugel? Hast du die Drachenkugel aus dem Körper des Drachen geholt? Ich habe keine Worte, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Jetzt, da ich die Drachenkugel habe, kann ich Macht des Wasserdrachen nutzen. Damit kann ich die Sperre um die Oni-Insel brechen. Wegen dem Wasserdrachen. Er sank auf den Grund des Meeres, als wir dieses Kugelding da nahmen. Bedeutet das, dass der König der Drakonier... Ich meine, ist dieser König der Drakonier wirklich euer? Ja, es stimmt. Der Wasserdrache war König Wada, mein Ehemann. Er verführte den uralten drakonischen Ritus der Transformation, um die Kräfte der Finsternis zu bekämpfen. Aber er wurde schwer verwundet und floh in eine unkontrollierbare Wut. Wenn der König tot ist, dann muss das Gesetz der Nachfolge erfüllt werden. Die Drachenkugel musste um jeden Preis gerettet werden. Und zu meinem größten Bedauern war dieser Preis das Leben des Königs. Hör mich an, Isun. Wie ich schon zuvor sagte, die Drakonier sind bereit, alles zu tun, was immer auch getan werden muss. Wir dürfen nicht zögern. Nun dann, Amaterasu, was ist mit dem dunklen Instrument des Herrn der Finsternis? Du hast es bestimmt im Bauch des Wasserdrachen gefunden, oder? Oh, ihr meint die Fuchsstäbe? Die Beauftragte von Königin Himiko hat sie an sich genommen. Sie sagte was davon, ihre Macht gegen das Böse zu verwenden. Himikos Beauftragte? Es stimmt, das dunkle Instrument hat unfassbare Kräfte. Aber das Böse wird alles in seiner Macht Stehende tun, um es wiederzufinden. Ich hoffe wirklich, diese Beauftragte, vor der ihr da sprecht, ist wirklich vertrauenswürdig. Alle Hoffnungen wären verloren, wenn es wieder in die Hände des Bösen fallen würde. Was war das denn eben? Eine Offenbarung vielleicht? Vielleicht möchte uns König Wada noch etwas zeigen, bevor er uns verlässt. Habt ihr eine Ahnung, was diese Vision bedeuten sollte? Komm schon, Ami. Wohin willst du gehen, Amaterasu?
Keine Zeit für Erklärungen, Otohime. Wir müssen schnell rüber zum Ankoko-Tempel. Erinnere dich, Amaterasu, es gibt noch Hoffnung. Ich werde hier auf Königin Himikos Offenbarung warten. Wir werden uns dort treffen, wo die Uni-Insel erscheinen wird. Mögen die Götter der See über euch wachen. Ich hoffe, ich darf speichern. Jo, speichern wir mal einfach über den Wasserdrachen drüber. Und dann machen wir jetzt mal einen Cut. Also, bis dann.